Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Dieses Video ist in bestimmten Arten und Weisen ein Antwortvideo auf ein eigenes Video von mir, und zwar das Video, in dem ich erläutert habe, warum ich in die Niederlande ziehe. Denn in diesem Video habe ich einige Sachen bewusst ausgelassen, weil ich die nicht sagen konnte, als ich in Deutschland war. Und das hängt stark damit zusammen, dass dies wahrscheinlich das persönlichste Video ist, was ich jemals gemacht habe. Und ich das aber aus verschiedenen Gründen machen möchte. Zum einen, weil ich glaube, dass ich nicht die einzige Person bin, der es so geht und ich das teilen möchte und halt auch zeigen möchte, dass es nicht verwerflich ist, so etwas durchzumachen. Und andererseits möchte ich, ist das Video auch an bestimmte Personen gerichtet, die ich in diesem Video natürlich nicht namentlich erwähnen werde, aber ich weiß, dass diese Personen meine YouTube-Videos gucken und ich das als einzigen Weg sehe, um denen zu zeigen, dass sie mit der Scheiße bitte aufhören sollen. Ich habe in meinem Video, warum ich in die Niederlande umziehe, ja gesagt, dass ich das aus verschiedenen Gründen mache, unter anderem wegen der sehr guten Uni, wegen besseren Berufsaussichten, weil mir das Land besser gefällt, etc. etc. Und das sind auch alles Sachen, die wirklich stimmen. Das ist wirklich ein großer Bestandteil des Faktes, dass ich jetzt in den Niederlanden lebe und dass ich nicht mehr in Deutschland lebe und nie im Leben nach Deutschland zurückkehren werde. Das schließe ich voll und ganz aus für meine Zukunft. Ein großer Bestandteil war aber auch die Tatsache, dass ich mich in Deutschland konstant beobachtet gefühlt habe und konstant das Gefühl hatte, verfolgt zu werden von bestimmten Personen. Die Sache ist nämlich, dass wenn man in Deutschland einen YouTube-Kanal hat oder eine Webseite hat, ist man verpflichtet nach, ich glaube, das ist § 5 Telemediengesetz, ein Impressum zu haben. Und in einem Impressum muss ja drinstehen, wer redaktionell verantwortlich ist, mit Name, Anschrift und Telefonnummer. Und das darf auch kein Postfach sein, das wäre ja sehr, sehr toll, weil dann hat man ja keine physische Adresse, wo einfach irgendwelche Spinner hinfahren können oder irgendwelche Spinner, die dich anrufen können oder sowas. Ich hatte halt immer meine vollständige Privatadresse drin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, hatte ich immer das Gefühl, dass entweder jemand da war oder dass bestimmte Personen gleich vor der Tür stehen werden und sowas. Und ich hatte dann einfach Schiss, dass wenn ich sage, ich ziehe jetzt in die Niederlande weg, wenn ich auch noch das genaue Datum oder sowas nenne, dass es dann zu einem unangenehmen Treffen kommen könnte, worauf ich wirklich überhaupt gar keine Lust hatte. Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist nämlich, dass ich vor einigen Jahren den Kontakt zu bestimmten Personen in meinem Leben abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, dass ich quasi Opfer wurde eines Phänomens, dessen Name ich damals noch nicht kannte. Ich wusste nur, dass ich mich scheiße fühle, aber heute würde ich es als Gaslighting bezeichnen. Gaslighting, ich habe das nochmal auf Wikipedia nachgeschaut, damit ich euch keinen Bullshit erzähle. Das ist ein Begriff, der ursprünglich aus einem Theaterstück von Patrick Hamilton aus dem Jahr 1938 stammt und dann nochmal in einem Film mit Ingrid Bergman aus 1944 popularisiert wurde. Der beschreibt, es ist eine Art des psychischen Missbrauchs, die darauf abzielt, ein Opfer gezielt zu manipulieren und zu desorientieren, indem man ihm sagt, dass es nicht das sieht, was es sieht, oder dass es nicht das fühlt, was es fühlt. Also zum Beispiel, wenn man sagt, dass ich fühle mich immer blöd und komisch, wenn du das und das sagst und wenn ich in der Nähe bin. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht, das siehst du komplett falsch. Und wenn man das halt wiederholt und wiederholt und wiederholt und einfach auf verschiedene Arten und Weisen phrasiert, dann kann das dazu kommen, dass man das als Glaubenssatz internalisiert, seine eigene Wahrnehmung komplett verdreht und man im Wesentlichen dann nach der Pfeife des anderen tanzt. Das ist meine kurze Zusammenfassung von Gaslighting. Und das hatte ich in mehreren Beziehungen, auch mit Leuten, die mir äußerst nahe standen. Und ich hatte immer Probleme damit, wie soll ich sagen, dann den Kontakt abzubrechen, weil ich das immer als Schwäche angesehen habe, dann quasi klein beizugeben, weil ich immer dieses, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, man hat so ein gesellschaftliches Bild, dass immer Handlung zu unternehmen und etwas zu tun, das ist quasi die noblere Rolle, das ist das, was man tut, weil man ist ja irgendwie aktiv. Und wenn man aber klein beigibt und einfach weggeht, ist das Schwäche einzeigen, ist das irgendwie, es ist irgendwie gesellschaftlich nicht so anerkannt. Und das hat für mich sehr, sehr lange gedauert, bis ich das herausgefunden habe, dass das blödsinnig ist, weil es in einigen Situationen definitiv schwieriger ist, einfach zu sagen, ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit, ich gehe jetzt einfach, als dass man versucht, immer wieder darüber zu reden und es immer wieder besser zu machen. In manchen Situationen geht es nicht, in manchen zwischenmenschlichen Beziehungen ist das nicht möglich und da ist es einfach
Ja, besser zwei Pferde, die dich mit der gleichen Geschwindigkeit an einer Kutsche ziehen, abzukoppeln. Und das ist, das sehe ich inzwischen auch nicht mehr als Schwäche einzeigen. Ich finde das, mir ist es egal, ob das jetzt stark oder schwach ist. Es geht mir darum, dass ich nicht irgendwann in der Klapse lande oder mir irgendwann selber was antue, weil ich mich einfach permanent blöd und down fühle. Und das wäre ja so schön einfach, wenn die anderen Personen das dann auch einfach so akzeptieren würden. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Personen, die dann dieses Gaslighting betreiben, selber nicht in der Realität leben, sondern eher, na, wie soll ich sagen, als sich selber eine Parallelrealität nach ihren Wünschen aufbauen in ihrem Kopf und dann irgendwie zwanghaft alles in diese Realität pressen wollen, wenn etwas nicht ihren Wünschen konform ist. Quasi sowas wie, ich will aber mit der und der Person reden, aber die Person will nicht mit mir reden, also terrorisiere ich diese Person so lange, bis sie mit mir redet. Und das ist ein Problem, weil es einfach so schön wäre, wenn man ja quasi als Opfer, man bricht den Kontakt ab und das war's. Aber es ist ja meistens nicht reziprok, es geht ja nicht von beiden Seiten aus. Und ich weiß nicht, wie ich es Personen noch deutlicher machen kann, als dass ich teilweise seit mehr als 5 Jahren keinen Kontakt mehr habe und alle Kontaktversuche komplett negiere, alle E-Mails lösche, alle YouTube-Kommentare lösche von diesen Personen. Was ja toll ist, weil man kann sich auf YouTube ja einfach einen neuen Account anlegen, nicht ans Telefon gehe. Und in diesem Sinne war es für mich einfach ein enormer, wie soll ich sagen, Befreiungsschlag, dass ich jetzt einfach hier in den Niederlanden bin und ich einfach anonym bin, mehr oder weniger. Dass niemand weiß, wo ich genau wohne, was meine Telefonnummer ist. Denn in Deutschland hatte ich halt immer noch dieses, einerseits dieses Damoklesschwert, Arschlöcher, die mich verfolgen. Und andererseits hatte ich noch dieses andere Damoklesschwert, Abmahnanwälte, die mich finanziell ruinieren könnten, über meinem Kopf schweben. Und das habe ich jetzt einfach nicht mehr. Und das ist ein unfassbar geniales Gefühl für mich. Es war für mich einfach die absolut richtige Entscheidung, diesen Schritt zu unternehmen. Und ja, jetzt einfach hier nach draußen gucken zu können, die schöne Natur angucken zu können und einfach nicht jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, das Gefühl zu haben, dass ich nicht alleine bin, dass ich beobachtet werde, dass jede Sekunde jemand vor der Tür stehen könnte, was ich einfach die letzten 8 Jahre hatte, würde ich sagen. Und das ist jetzt das allererste Mal, dass ich mich wirklich wohlfühle, dass ich mich wirklich zu Hause fühle, dass ich nicht, wie soll ich sagen, ständig nach draußen gehe, nur damit man mich nicht lokalisieren kann und sowas. Man richtet ja auch sein ganzes Leben, wenn man einfach dieses Gefühl hat und wenn man dieses Gefühl hat, verfolgt zu werden, man richtet ja sein ganzes Leben darauf aus, bestimmte Situationen zu vermeiden und schon im Vorfeld darüber nachzudenken, wie man bestimmte Situationen denn vermeiden könnte, weil man ja auch die andere Person nicht vollständig kontrollieren kann. Das ist ja quasi das Problem auf beiden Seiten, ne? Die Person, die unbedingt Kontakt zu dir haben möchte, versucht, dich zu kontrollieren in dem Sinne, immer wieder Kontakt aufzunehmen und sowas, was ja komplett die Wünsche des anderen ignoriert und komplett die Identität des anderen ignoriert, aber das sehen manche Menschen dann ja nicht. Und auf der anderen Seite hat man ja als in der Opferrolle selber das Problem, dass man das ja auch nicht kontrollieren kann. Quasi die Kommunikation, die auf dich einströmt, das ist ja überaus schwierig. Und jetzt bin ich einfach froh, dass ich das weg habe. Dass ich jetzt einfach mal relaxed bin und dass ich jetzt in den letzten Wochen noch gerade noch mal tiefer in mich gegangen bin und mir überlegt habe, warum ich eigentlich bestimmte Sachen mache. Also warum vermeide ich bestimmte Situationen, warum vermeide ich Handlungen und ist das wirklich logisch, was dahinter steckt? Oder war das einfach quasi immer nur ein Verdrängungsmechanismus oder so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Verdrängungsmechanismus im Vorfeld, um halt überhaupt nicht in Situationen zu kommen. Und da bin ich schon auf einige Sachen gestoßen, zum Beispiel dieses ständig aktiv sein, dieses ständig draußen sein, was definitiv damit zu tun hatte. Also nicht nur, weil ich liebe die Natur, ich bin total gerne draußen. Ich war jetzt erst letzte Woche war ich am Meer und im Wald spazieren und sowas, im Rennrad hier unterwegs, weil die Straßen ja einfach genial sind. Aber
mir ist auch ganz stark aufgefallen, dass das einfach ein Verdrängungsmechanismus war, um nicht zu Hause zu sein. Weil, wenn ich draußen bin, weiß man ja nicht, wo ich bin. Wenn man zu Hause ist, weiß man, wo ich bin. Und dementsprechend haben sich da nochmal sehr, sehr viele Veränderungen in meinem Leben durch ergeben. Ich kann da auch nochmal gerne ein separates Video zu machen. Falls das gewünscht ist, schreibt es mir einfach in die Kommentare drunter oder macht die Abstimmung hier, denn ich finde das so cool, dass es das jetzt Abstimmungstools bei YouTube gibt. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann, ich würde sagen, einfach komische YouTube-Videos gemacht habe. So, ich würde sie einfach heute einfach aus dem Grund, dass ich jetzt eine andere Situation habe, würde ich sie heutzutage anders drehen. Das war eigentlich alles, was ich zu sagen hatte. Ich kann nicht sprechen. Von daher, was soll ich als Schlusssatz sagen? Einerseits, wenn ihr euch in zwischenmenschlichen Situationen, in zwischenmenschlichen Beziehungen komisch fühlt, auch wenn es Personen sind, die euch sehr, sehr nahe stehen, guckt, ob das nicht so etwas sein kann, dass die andere Person bewusst eure Wahrnehmung manipuliert. Und wenn ihr vermuten solltet, dass das wirklich so etwas ist, dann sucht euch professionelle Hilfe und ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, vielleicht weil ich einfach zu stolz war. Das war nicht die klügste Entscheidung, das alles alleine durchzustehen, auf gar keinen Fall. Das würde ich auch niemandem wirklich so unbedingt raten, wie ich es getan habe. Aber alleine weil ich ein verantwortungsbewusster YouTuber bin und ja Verantwortung trage, bitte sucht euch professionelle Hilfe, falls ihr die Vermutung haben solltet, dass so etwas stattfinden könnte. Und andererseits, wenn ihr auf der anderen Seite steht, auf der gegenüberliegenden Seite und ihr von bestimmten Personen nicht loslassen könnt und sie gegen ihren Willen kontaktiert, hört auf. Zumindest in den Beziehungen bei den Personen, die das jetzt in meinem Leben ganz konkret betrifft, der Zug ist abgefahren. Ignoriert die Realität nicht länger. Und bitte sucht, auch ihr solltet euch professionelle Hilfe suchen. Ja, Wartezeiten für Psychologen können ein bisschen lang sein in Deutschland, aber auch ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Vielen Dank für das Anschauen von diesem Video. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwas Sonstiges, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare drunter und wir sehen uns bald.